ich bekomme den reichen Planeten. Wer fängt an Ente? Oh, ich bin mir nicht sicher, bei das Schere, Stein, Papierspiel, wer anfängt, oder? Okay. Schere, Stein oder Papier? Warte, hey, das hast du gerade danach gemacht. Nein, ich wollte Papier nehmen, wirklich. Ich hab's genau gehört. Ich hab den Stein genommen und dann hast du den Papier genommen. Immer noch mal. Schere, Stein, Papier. Nein! Ja! Du fängst an, Ente, let's go! Gott, der Verlierer, ich fang an, das heißt, ich suche den Scheißplanet aus. Nein, du musst losen. Was? Du musst losen, wer was bekommt. Bitte, ich will nicht den Planeten haben. Los jetzt. Let's. Ja! Ich hab den Abendplaneten bekommen, Leute. Oh nein, ich kann mich nicht so verstehen. Bist du ready für das Bild, bitte? Ich hol mir schon alles raus, Ente. Du hast verloren. Oh, ich hol mir auch so ein Itemstore. Leute, schaut mal, ich fange jetzt an. Ich habe hier so viele Dias, Leute, zur Verfügung. Ich kann hier alles machen, was ich will. Ich baue jetzt richtig auf die Räume. Schaut euch das mal an. Ich mache hier sogar einen eigenen Tresorraum, Leute. Den mache ich sofort zu. Ich sag euch, Leute, ehrlich, ich habe das hier schon gewonnen. Ente wird hier nicht mehr aufholen. So, schnell zumachen hier das Ganze. Zack, zack. Schaut euch das an, Leute. So, wir haben schon mal einen Raum. Da können wir gleich Möbel reinstecken. Und Schlichte und Lager könnten wir hier reinmachen. Hier. Das ist, glaube ich, besser, Leute. So, hier lagern wir unsere ganzen Goldäpfel. Leute, ihr wisst, Goldäpfel sind krass in Minecraft. Können wir noch Goldbarren auf den Boden legen, Leute. Hier ist unsere Bank, Leute. Vielleicht noch ein paar Spectrite-Blöcke. Schaut euch mal die an, Leute. Let's go. Hier wird einfach wirklich alles gelagert in dem Raum. Leute, ihr wisst ja, wir sind die reiche Seite und deswegen haben wir richtig viel Geld. Und vielleicht noch hier ein paar alte Fernseher, die wir gerade nicht benutzen müssen, zur Seite legen können. Und vielleicht noch alte Laptops, Leute. So, die lagern hier wie einfach ein Computer. Das ist hier auf jeden Fall unser Lager, so nice. Aber die Challenge ist heute, hier auch ein Versteck hinzubauen, Leute. Ich muss mich hier gleich irgendwo verstecken und Ente muss mich finden. Okay, dann müssen wir mal schauen, was wir noch machen, Leute. Aber ich hätte jetzt erstmal für oben noch eine Idee, Leute, eine richtig krasse Idee. Wir brauchen auf dem Planeten hier noch Bäume. Und deswegen, Leute, machen wir Spectroid-Bäume drauf. Schaut euch das an, Leute, Ente kann nach Hause gehen. Das war's mit seiner Folge. Okay, nochmal per Bäume, Leute, können wir uns sogar einfach kopieren. Ja. Zack, kopiert. Und jetzt können wir die noch öfter einfügen, Leute. Schaut mal. Ich mache jetzt einfach mal auch hier hin. Zack. Jetzt haben wir ein Loch drin. Das ist nicht so gut. Aber das machen wir schnell zu hier mit Diamantblöcken. So. Auf jeden Fall brauchen wir noch mehr Bäume. So, von den Bäumen her sollte es, glaube ich, erstmal reichen. Dann, Leute, will ich noch einen kleinen Teich machen. Auch aus hier Spectroid, Leute. Wir haben hier kein Wasser, Leute. Wir haben hier nur krasse Flüssigkeiten. Deswegen, Leute, schaut euch das an, Leute. Aber man darf da nicht rein vor, Leute. Das ist sehr gefährlich. Diese Flüssigkeit hier, man geht da direkt K.O. Hier schaue ich das an, Leute. Zack, das Item ist weg. Schlimmer als Lava. Und hier auch nochmal so ein kleiner Teich. Ja, Leute, sieht doch gut aus, Leute. Von oben ist die Insel schon mal heftig. Und wir könnten hier vielleicht noch so Goldtürme bauen oder so Hochhäuser aus Gold. So, ich mache das mal aus Gold und Glas, damit wir direkt ein Fenster haben. Und da haben wir das Ganze, Leute. Hier sind die Gebäude. Und daneben noch mein höheres, aber aus Emeralds. Leute, jetzt weiß Ente Bescheid. Hier wohnen die reichen Leute. Aber Leute, wir haben ja noch so viel Geld zur Verfügung, weil wir reich sind. Deswegen mache ich jetzt einfach meinen Trampolin hin. Wieso nicht? Let's go! Bin aber immer noch lange nicht zufrieden, Leute. Wir brauchen noch viel mehr. Leute, wir haben mehr Sportautos, Leute. Wir sind ja reich. Das habe ich ja vergessen. Deswegen schaut euch mal jetzt an, was ich hier für Autos bestellt habe, Leute. Zack, ein Lambo Aventador. Ein Ferrari, ein Urus. Und Leute, ihr wisst wahrscheinlich kann man hier nicht mit dem Auto auch rumfahren, weil hier keine Straße ist, Leute, und wenig Platz zum Bewegen. Aber, Leute, wir sind so reich, Leute, wir haben die hier nur, die Autos, einfach so als Deko. Damit sie schön aussieht. Müssen wir gucken, wo haben wir gerade noch viel Platz, Leute. Ich würde sagen, nimm die Wand hier, weil hier will ich die größte Fernseherwand der Welt machen. Leute, wer geht noch ins Kino, wenn man reich ist? Wir bauen uns unser eigenes. Mal gucken, ob das geht. Ah, Leute, jetzt machen wir uns eine große Fernseherwand. Oh, Leute, das habe ich noch nie in Minecraft gesehen. Die größte Fernseherwand der Welt. So, das ziehen wir auch nochmal hoch. Zack, zack. Nochmal ein bisschen runterziehen. So, hier auch nochmal. Zack, zack.
Leute, das ist die größte Fernsehwand der Welt, die ich jemals gesehen habe. Leute, jetzt brauchen wir noch eine richtig nice Couch. Machen wir mal Platz mit den Autos wieder. Ein bisschen nach vorne fahren. So, das Auto auch hier einmal ein bisschen bewegen, Leute. Zack, zack. Oh, die Türen können wir noch offen lassen, Leute. Guck mal, wie das aussieht. Machen wir das hier aus Gold, Leute. Werdet ihr sehen, was ich hier vorhabe. Jetzt muss ich das hier nur noch runterziehen. Zack, zack. Leute, nach unten. Und hier oben machen wir uns dann eine richtig krass gemütliche Couch hin, damit wir die Filme krass genießen können. Schaut euch das an, Leute. Das kopieren wir jetzt auch uns die ganze Zeit wieder, die Ebenen. Ich sag euch ehrlich, Leute, Ente kann nach Hause gehen, wenn ihr das hier seht. Jetzt bauen wir jetzt extra einen Geheimgang, Leute, wo ich mich verstecken kann. Wo hier reinbauen, Leute, dass Ente von außen nicht sehen kann. Und hier bleibe ich dann drin. Das Hide and Seek, weil Ente will hier Hide and Seek spielen. Dann kommt jetzt hier die Geheimtür rein, Leute. Eine Regenbogenleiter, let's go. Hier haben wir dann so eine kleine Base. Leute, wie findet ihr den reichen Planeten bis jetzt? Ich finde den bis jetzt richtig krass. Alpha, bist du da? Oh. Ente, ich bin fast fertig, Bro. Du bist fast fertig, Alpha. Echt? Ich brauche gerade das Innere von meinem Planeten. Und wie weit bist du? Ich habe schon das Äußere und das Innere, Ente. Das ist richtig krass. So was hast du noch nie gesehen. Oha. Ich baue gerade das Innere. Ich baue mir gerade meinen persönlichen Pool da rein. Ente, der wird bestimmt nicht krass sein. Ich weiß jetzt schon. Ja, ich darf nur billige Materialien verwenden, aber mein Pool, wenigstens hab ich einen, Alpha. Wir brauchen einen Pool, Ente. Gute Idee für einen Pool. Warte mal. Danke. Oh nein, ey, meine Idee nicht. Weißt du, wie wunderschön mein Planet ist schon? Oh, meine auch, Ente. Meine auch. So, warte, jetzt machen wir noch ein Sprungbrett da. Sprungbrett. Gutes, hey, gute Idee. Du Klaus. Du klaust mal meine Ideen, hör mir nicht zu, Alpha. Das ist sehr gemein. So, habe ich auch gekauft, Ente. Danke, habe ich nachbestellt. Das war's für Ente, Leute. Ich sag ehrlich, er hat keine Chance, wenn er gleich sieht, was wir hier bauen, Leute. Jetzt hat uns Ente noch so eine krasse Idee gegeben, hier mit dem Sprungbrett. Sag ich ehrlich, Leute, ist der selber schuld. So, Leute, hier können wir jetzt runterspringen. Jetzt, man kann hier so viel machen, was können wir denn noch holen? Ich habe schon alles, was ich will. Sonst würde ich noch mehr Computer holen, Leute. Was holt man denn, wenn man viel Geld kriegt? Dass ich endlich alle Träume erfüllen kann, Leute. Hier ein paar Jukeboxen für Musik, hier ein Telefon. Hier ein paar Laptops, hier auch zum Geschenk, zum Verschenken. Noch ein Fernseher, ein paar PCs, Monitor, eine Wii U, Playstation. Eine Kamera für Videos auf YouTube, den kann ich hier aufnehmen, Leute. Eine Wii, ein bisschen Musik hier hören, Leute. Leute, wir haben schon gewonnen. Noch ein paar Spielautomaten, Leute, kann man irgendwas spielen? Ente, ich hab gewonnen, Ente, gib auf. Du wirst nicht gewinnen, Alpha, ich werde gegen dich gewinnen. Mein armer Planet wird besser als dein reicher Planet. Das schaffst du niemals, Ente. Es tut mir leid, aber das wirst du nicht schaffen. Ich werde es schaffen, Leute. Ich muss erst noch ein paar Mülleimer verteilen, weil es wie gesagt... Mülleimer. Mal... Hä, was machst du hier? Mein Planet oder was? Du meinst, du den Reich gezogen hast? Leute, schon... Ah, hier tropft's rein. Nein, hier geht alles kaputt. Wir müssen die Wand doppelt so dick machen, die Decke. Ich will hier keinen Millionen Schaden haben, Leute. So, Leute, jetzt ist sicher, jetzt tropft hier nichts mehr durch. Leute, wir haben ausgesorgt. Wir können hier noch ein paar Lucky Blöcke verteilen, Leute. Weil da kriegen wir noch mal OP-Items raus. Auch noch mal sehr gut. Und Leute, Essen. Ich habe gar nicht an Essen gedacht. Wir brauchen das beste Essen der Welt. Burger. So, wählen wir uns einfach hier hin, Leute. Hier machen wir mal einen Tisch hin aus Diamanten. Burger haben wir hier. Machen wir noch schnell ein paar Stühle, damit man noch sitzen kann, Leute. Und das Essen genießen kann. Ein bisschen Pizza. Lecker Torte. Hier noch mal ein richtig großer Kuchen. Einen eigenen Automaten mit Süßigkeiten. Aber auch einen Automaten. Ganz viele Maschinen, Leute, wenn wir Hunger haben. Hier können wir uns das ganze Essen holen, was wir wollen. Aber Getränke wollen wir doch auch, Leute. Wir brauchen noch Getränke. Den packen wir jetzt einfach noch Getränkeautomaten hin, die alle kostenlos sind, Leute. Man kann sich hier alles umsonst rausnehmen. Und hier auch. Ente kann aufgeben, Leute. Ente, ich bin fertig. Ich bin jetzt auch fertig, Alpha, mit meinem Planeten. Und dann let's go. Let's go. Ich komm zu dir rüber und schau deinen reichen Planet an, okay? Bist du dir sicher, Ente, dass du es sehen willst? Ich kann es nicht verkraften. Oder komm lieber erst auf meinen Planet drüber, okay? Okay, los! What? Let's go, komm rüber, Alter! Also, was ist los? Riecht es zufällig ein bisschen weg, kann es sein? Das riecht richtig schlimm hier! Was ist das für eine braune Flüssigkeit, Ente? Ich weiß es nicht, Alpha. Ich will es eigentlich gar nicht wissen, Bro. Kaputte Autos. Was ist das hier für ein Haus, Ente? Ich kann mir doch nicht wohnen. Das ist eine Space-Rakete, Alpha. Die ist ein bisschen kaputt und die ist aus Stein. Wo hast du Geld für einen Computer, Ente?
Der Computer, der ist ganz anders, der ist so bedient von ich bin sogar vergiftet, Ente! Ich bin in Effekt bekommen. Hier gibt's viele giftige Flüssigkeiten und hier riecht's alles ein bisschen streng, aber du hast doch nicht alles vom Planet gesehen. Das Versteck hast du nämlich nicht gefunden. Das ist hier drin. Hä, wo bist du? Wo? Oh. Ups, Ich hab mich einfach durchgeworfen. Du musst den Eingang ins Versteck finden, einfach. Das ist die Challenge. Ich weiß jetzt leider, dass er ungefähr irgendwo hier ist, weil ich hab gerade das weggebaut. Hey, du bist ein Cheater, aber hey, warum? So soll das sein? Ja, den findest du nicht. Siehst du, mein geheimer aber Planet ist viel besser als ein Reicher. Du findest nicht mal den Eingang, ohne zu cheaten. Hier irgendwo. Ja, kann schon sein, aber du siehst hier mein Computer. Hier, Ente. Hey, was? Wie hast du den gefunden, Mann? Ente, nice base, bro. Das ist mein armer Base, einfach guck dir meine Klassenferne an. Gute Toiletten überall. Ja, guck dir meine gute Toilette an, meine. Bequemes Bett, Ente. Ja. Oh, Bett habe ich vergessen. Ja, ja. Sehr bequemes Bett, einfach wunderbar hier aus Stroh und so. Sehr gemütlich, wirklich, ehrlich. Ja, nicer Pool. Sehr gut geworden, Ente. Ja, Bro, der Pool, guck mal, du kannst da reinjumpen in meinen Pool. Hier oben ist ein Giftpool, einfach guck mal. Ja, da will ich nicht rein, Ente. Wirklich, geh da rein, glaub mir, mach. Ja, mach du vor, Ente, spring du zuerst. Ja, spring du erst, da vertrau mir wirklich. Okay, let's go. Ich hab wieder Gift. Ein bisschen schlecht, einfach kann So, jetzt geht's mir besser. Okay, jetzt bin ich aber auf deinen reichen Planeten gespannt, wie der aussieht. Let's go. Ist der wirklich viel, viel besser als mein Aberplanet? Sie wohnen sehr reiche Leute. Okay, einfach, ich bin gespannt, wie dein Planet aussieht. Oha, was ist zwei Hochhäuser. Hier? Hier ist die Natur mit Regenbogen, Spectrite-Bäumen. Du kannst da gar nicht reingekommen. Das ist einfach nur Glas und Blöcke hier. Ente, hier ist der Eingang. Hier schlafe ich immer, Ente. Hier ist mein Bett. Hier schläfst du? Du hast nicht mal ein Bett platziert, Alpha. Doch, Ente, hier in den Häusern drin sind die Betten. Bro, hier ist gar nichts. Also da finde ich meinen Planet viel besser. Ente, wir sind hier gerade nur draußen. Wir sind gerade nur draußen, Ente. Die wahre Base ist hier drin. Komm rein, Bro. Die wahre Base ist da unten. Okay, warte mal, ich bin mal gespannt. Hier, warte, ich gucke erstmal Spectrite-Bäume und Spectrite-Flüssigkeit, Leute. Wenn man da reingeht, ist man sofort. Doch, was ist denn komm rein, Bro, hier ist die wahre Schatz. Guck mal, ich habe das größte, den großen Fernseher der Welt. Was geht hier ab? Oha, das ist ein Fernseher oder was? Ja, ich kann es sich schön bequem machen hier mit der Kinoline, Kino-Couch. Kinosaal. Oha, wie krass sieht der Fernseher bitte schon aus. Das sind bestimmt 40, 50 Fernseher auf einmal, die zusammengebaut sind. Genau, dann habe ich noch meinen Sportwagen rumstehen. Was geht da? Oha, warte, da ist eine G-Klasse, ein Lamborghini, Urus, ein Porsche und ein Ferrari. Oha, und ganz viele Cola und andere Automaten. Nein, hier habe ich auch einen geilen Tresor. Aber du musst hier irgendwann eine geile Base finden. Oh, plus ein Trampolin, einfach, wie cool ist das denn, Mann? Ich hab mein ganzes Geld ausgegeben, was ich hatte. Ich sehe es, und da ist so die geile Base hier, der geile Tresor mit Computern, Fernseher, Spectrite und Gold, wie krass, Mann. Das ist nur ein Lager, Ente, hier lag ich nur ein paar Sachen. Und hier ist doch eine geheime Base versteckt, oder was? Die musst du finden. Wo ist die versteckt? Die muss ich jetzt erstmal so, die ist bestimmt hier drunter irgendwo unter dem Planeten, oder? Nein, unten ist die nicht. Sicher, so jetzt muss ich überlegen. Ente, so schnell! Oh, ich hab zugemacht. Hey, Bro, ist hier die geheime Base? Ja, du hast sie schon gefunden, Ente, das war die Well. Was? Das war so deine geheime Base? Ich hab deinen Pool noch gar nicht gesehen. Mit Sprungbrett, Spectrite-Leitern und alles. Das sieht so krass aus, Leute. Aber ich glaube einfach. Gebt euch doch hier alles, Essen, Pizza und alles mögliche, Leute. Und Lucky Blöcke noch dazu. Ja. Ich würde auf jeden Fall lieber auf dem reichen Planeten wollen, wo nicht auf dem armen, stinken Planeten bei mir da drüben, Leute. Ja. Lasst euch auf. Yeah.